Von der Gütesortierung sprechen wir beim Stammholz. Es ist eine Einteilung nach Qualitätsmerkmalen, die anhand von Baumarten, vom Alter und vom Durchmesser her geleitet werden und die dann den Einkauf und Verkauf vom Holz erleichtern sollen. Diese Bewertung ist standardisiert in den meisten Fällen. Für die meisten Baumarten gibt es eine sogenannte RVR, also eine Rahmenverordnung für einen Rohholzverkauf. Und an dieser wird sich meistens orientiert und da gibt es eben die grundlegenden Merkmale, um in den Kategorien dann auch das optimale Holz an den richtigen Verkäufer oder den richtigen Kunden fürs Holz zu finden.